Was soll denn das eigentlich? Gib mir den Zucker, Liebling. Bitte das Brot, Mami. Hier, Papi, bitteschön. Reich die Marmelade rum. Hier ist der frische Sellerie. Möchtest du etwas Sellerie? Dankeschön. Fängst du das Spiel schon wieder an? Das ist wohl der beste Tee, den du jemals gemacht hast. Shakespeare. Longfellow. Nadel. Zweck. Ist das nicht niedlich? Oh, Daphne, es ist schon gleich 5. Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät zur Bridge-Party. Häschen, du musst uns entschuldigen. Mrs. Edelkiss wird gleich kommen, um uns abzuholen. Viel Vergnügen, Mami. Hoffentlich ist das Glück euch hold. Wiedersehen, Papi. Liebster. Das wird wohl Mrs. Edelquist sein. Lass sie rein, Häschen, und sag ihr, dass wir sofort fertig sind. Komm, bitte, schnell! Ja. Bitte sehr, Mrs. Edelquist. Ein Eilbrief für Mr. Hardy. Oh. Unterschreiben Sie bitte. Treten Sie näher, Mrs. Edelquist. Es war nicht Mrs. Quedelpist. Nicht Quedelpist, Pedelquist. Edelquist. Es ist doch völlig egal, wer es war. Wer war es? Ach, ein Brief für dich. Er ist von meiner Mutter. Was steht denn drin? Na so, warte doch. Zuerst muss ich mir die Augengläser aufsetzen. Lieber guter Sohn Olli, ich habe heute beim Aufräumen allerlei alte Sachen wiedergefunden und dabei auch ein... Bitte mehr Ehrfurcht. Na, siehst du, was du angerichtet hast? Gieß warmes Wasser in die Tasse und wasch es ab. Meine Augen lassen immer mehr nach. Ich erkenne kein einziges Wort. Los, mach schon. Danke. So geht's besser. Lieber guter Sohn Olli, ich habe heute beim Aufräumen allerlei alte Sachen wiedergefunden und dabei auch ein Bild, ein schönes Foto von dir und Stan und euren Zwillingsbrüdern, Bert und Alf. Ich schicke es euch und hoffe, dass es euch freut. In Liebe, Mutter. Ist das nicht fein? Kannst du dir das vorstellen? Unsere zwei einzigen Zwillingsbrüder. Tja, wo mögen sie wohl sein? Ja, ja, ja. Als ob's gestern gewesen wäre. Welcher bist du? Ich bin das. Oh, das bin ich. Das bist nicht du. Das ist Alf. Gib mir deinen Kneifer. Glaubst du vielleicht, ich erkenne mich nicht selbst? Hier, der bin ich hier. Woher weißt du, dass du das bist? Ich bin doch der ältere Zwilling. Setz dich hin. Hier steht ja noch mehr drin. Gib mir die Augengläser. Kein Wunder, dass ich dich nicht erkannt habe auf dem Bild. Hier, liest du das. An Olli, ich vergaß dir noch etwas zu erzählen. Nachdem du und Stan fort seid, sind eure Zwillingsbrüder Alf und Bert ganz einfach davongerannt und Matrosen geworden. Ich hörte da nur noch, dass sie an einer Meuterei beteiligt waren und beide tot sind. Ist das nicht furchtbar? Lass dir das eine Warnung sein, junge Mutter. Es ist im höchsten Grade unvernünftig. Welche Undankbarkeit gegen unsere Familie. Armer Vater, wie gut, dass er es nicht... Wo gehst du hin? Ich will nur Püppi den Brief zeigen. Komm sofort hierher und setz dich hin. Du bist wohl nicht ganz bei Verstand. Doch, doch.
Sobald unsere Frauen erfahren, dass wir zwei so nichtsnutzige Brüder gehabt haben, lassen sie sich sofort von uns scheiden. Unser guter Ruf hier ruiniert. Für alle Zeiten. Und wir werden unser ganzes Leben von der Gesellschaft verachtet. Warum muss sie uns Warum muss die Gesellschaft das tun? Jeder hat doch ein schwarzes Schaf im Schrank. Das spielt gar keine Rolle. Du sprichst zu keiner Seele darüber. Wenn du es trotzdem tust, dann sind wir erledigt. Wenn es so gefährlich ist, verbrennen wir das Foto besser. Und wir sind alle sorgenlos. Shakespeare. Longfell, jetzt doch nicht. Kannst du mir Feuer geben? Ja. Wir verbrennen unsere Vergangenheit. Kommst du, Betty? Oh, hier. Oh. Ja. Hallo, Liebling. Was ist los? Wo ist Mrs. Elwes? Ich weiß es nicht. Oh, komm, ich geh schon und mach die Tür auf. Das wird sie sein. Jetzt müssen wir aber gehen. Wie schade, Liebling. Auf Wiedersehen, Laura. Auf Wiedersehen, Hans. Auf Wiedersehen, Pippi. Aber Liebster, nimm dich doch zusammen. Wir müssen uns aber beeilen, damit wir nicht zu spät kommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Fräulein, festmachen! Hey, Mart! Beeilt euch und löscht die lebende Ladung! Wir segeln morgen bei Flut aus! Aye, aye, sir. Kommst du nachher mit? Das ist doch klar. Sobald wir gegessen haben, gehen wir an Land und amüsieren uns. In Ordnung. So lange, bis ihr euer Geld los seid. Das ist noch nicht raus. Gehst du denn nicht an Land, Finn? Ja, später. Erst lese ich noch die Morning Post. Was Interessantes? Ja, hab gerade gelesen, dass ein Mann mit nichts angefangen hat und in mehr als 3 Jahren besaß er über $1 Million. $1 Million? Wie denn? Indem er sparte und das Kapital vermehrte. So wie ich es euch seit vielen Jahren immer wieder vorpredige. Hättet ihr mir euer Geld anvertraut, ihr beide wärt heute schon längst Millionäre wie der hier. Er hat recht, Bert. Als wir zum ersten Mal an Bord des Schiffes kamen vor 15 Jahren, hätten wir schlau sein müssen und ihm unser Geld geben sollen. Dann könnten wir jetzt immerzu in Saus und Braus leben. Ist es nicht so, Finn? Richtig. Das mag ja sein, aber heute ist es zu spät dazu. Oh nein, dazu ist es niemals zu spät. Heute Morgen habt ihr beide eure Heuer gekriegt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit zu sparen. Und zwar bei mir. Ihr bringt mir das Kapital und ich investiere es für euch. Und hokus pokus finibus seid ihr beide Millionäre. Na, was sagt ihr dazu? Für mich ist das ein klarer Fall. Und wie ist es mit dir, Alf? Das ist okay für mich, Bert. Und wie ist es mit dir, Finn? Ah, das wird ein Knüller. Die Idee ist sehr gut. Hier ist meine Einlage. Hier ist meine... Sag mal, weißt du nicht, wo mein Geld ist? Ich hatte es doch eben hier reingetan. Nein. Du wolltest mir gerade Kaffee erklären. Hier. Ja? Ist das nicht fein? Jetzt werden wir Millionäre. Sag mal, wer ist eigentlich dieser Hokuspokus Finibus? Ich kenne ihn nicht. Den Namen habe ich nie gehört. 77 Lappen. Freunde, ich bewundere euch. So viel Entschlossenheit ist wirklich selten. Wir sind immer so. Braucht ihr denn nicht ein bisschen Taschengeld für euren Landausflug? Ja. Die Sparsamkeit ist ja sehr zu begrüßen. Aber wir alle möchten doch auch unser Vergnügen haben. Hm? Sonst wird das Leben zu eintönig hier. Mhm. So, da ist $1 für euch beide. $1? Wer kann sich denn für $1 vergnügen? Je weniger Vergnügen, desto schneller Millionär. Er hat recht, Bert. Mhm. Du musst dir eine Quittung geben. Oh ja, wir möchten natürlich gerne eine Quittung. Aber selbstverständlich. Gut, dass ihr so tüchtige Geschäftsleute seid. Eine Quittung. Erhalten $77. So. Und damit das bindend ist, unterschreibt ihr mir die Quittung. Bertie Hardy. Alfie Lorel. Doppelkomma. Mhm. Danke. Ihr beide, ihr seid wirklich fabelhaft. Mhm. Ist das nicht fein? Eines müsst ihr mir aber versprechen. Was denn? Dass ihr nicht kommt und das Geld zurückhaben wollt. Das eine sage ich dir. Wenn wir einen Vertrag machen, dann ist es auch ein Vertrag. Im Gegenteil, du musst uns versprechen, dass du es uns nicht mehr zurückgeben wirst. Das verspreche ich. Gib mir eine Tasse Kaffee. Jetzt hat die Sache Hand und Fuß. Ich freue mich auf den Landurlaub.
Noch Befehle, Captain? Ah ja, schick die beiden Hohlköpfe Bird und Alf zu mir. Also. Hey, ihr Süßwassermatrosen, der Mart hat mir gesagt, dass der Captain dringend mit euch sprechen will. Beeilt euch gefälligst. Zu Befehl, Herr Admiral. Wir kommen gleich rauf. Kommt schon. Auf Wiedersehen, Finn. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, wartet mal. Ich wohne im Hotel von Mrs. McGregor in der Thunfischstraße. Wenn ihr kein Geld mehr habt, dürft ihr zu mir kommen und euch aufwärmen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hört mal zu, ich habe einen wichtigen Auftrag für euch. Ich warte hier auf ein kleines Päckchen, das an Bord abgegeben werden soll. Doch ich habe keine Zeit, ich muss rüber zum Zoll. Ihr bleibt hier und geht nicht eher an Land, bis ihr das Päckchen in Empfang genommen habt. Und dann bringt ihr es in Dankers Biergarten. Ich erwarte euch dort um 4 Uhr. Aye, aye, Sir. Ihr wisst doch, wo Dankers Biergarten ist, ja? Aye, aye, Sir. Es ist an der 5. und 8. Ja, eingekämmt zwischen der 6. und 7. Aye, aye. Es liegt genau gegenüber dem... Sie wissen doch, wo es ist. Aye, aye, Sir. Ich bin sicher, dass ich mich in dieser Angelegenheit auf euch verlassen kann. Captain, Sie können uns grenzenloses Vertrauen schenken. Das hoffe ich auch, denn dieses Päckchen ist sehr wichtig für mich. Was ist denn in dem Päckchen, Captain? Das geht dich überhaupt nichts an, was da drin ist. Und jetzt los, raus hier! Und nenn mich nicht Cappy! Können Sie uns sagen, wo... Verzeihung, Herr Polizist, können Sie uns bitte sagen, wo Dankers Biergarten ist? Sicher, der ist gleich da vorne. Danke. Entschuldigen Sie, Herr Polizist. Mich auch. Gut. Doch, die Flotte ist da. Ich möchte ein Bier haben. Was trinkst du? Wir müssen uns zurückhalten. Wir haben doch nur einen Dollar. Ja, das weiß ich. Was willst du haben? Wie wär's, wenn wir uns ein Bier teilen? Dann geben wir nicht so viel Geld aus. Das ist eine gute Idee. Garçon? Garçon? Was soll das, Garçon? Das heißt hier Ober. Was wollt ihr? Ich hätte gerne einen schönen, großen, kühlen... Humpenbier. Und Sie? Ich hätte gern zwei schöne lange Strohhalme, die noch nicht benutzt sind. Ich möchte wissen, was in dem Päckchen ist. Du weißt doch, was der Captain gesagt hat. Das geht dich überhaupt nichts an. Oft genug habe ich dir gesagt, du sollst dich nicht in fremde Dinge mischen. Das ein Brummer. Das kann man wohl sagen. Ich wette, der kostet mindestens mehr als 5 Dollar. Bist du noch bei Verstand? 5 Dollar? Ich wette, der kostet mindestens nah 50 Dollar. Aha. Das macht 25. 25? Wofür? 10 Cent für das Bier und 15 für die Strohhalme. 15 Cent für die Strohhalme? Ja, glauben Sie denn, wir geben hier was umsonst? Ober, könnten Sie die uns nicht umtauschen gegen 2 Löffel? Gib mir einen Strohhalm. Ich möchte jetzt endlich mal an meinem Bier ran. Das tut mir leid. Das hätte nicht sein sollen. Aber ich bitte Sie, das macht doch nichts, solange es nicht schlimmer wird.
Ich habe Ihren Drink ruiniert. Darf ich Ihnen einen neuen bestellen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Oh, das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite. Danke. Komm, Alfie. Mein Name ist Mr. Hardy und das ist mein lieber guter Freund Mr. Lauren. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Dies ist meine liebe gute Freundin Lily. Sehr erfreut, Lily. Sehr angenehm. Sehr erfreut. Und mein Name ist Alice. Alice. Meine Mutter hieß ebenfalls Alice. Deine Mutter hieß überhaupt nicht Alice. Das war doch ihr zusätzlicher Name, väterlicherseits. Hey Joe, darf ich dir unsere beiden Freunde vorstellen, Mr. Laurel und Mr. Hardy? Mit denen hatte ich schon das Vergnügen, was soll's sein? Noch zwei Bier für die Damen, aber schnell. Nein, Bier möchten wir nicht mehr. Aber Sie müssen doch etwas nehmen, Alice. Wenn Sie uns so nett einladen, nehme ich ein Absinthe Frappé. Ich auch, ich nehme dasselbe. Könnten Sie sich nicht vielleicht ein Glas teilen? Und was ist mit Essen? Nicht. Was habt ihr denn fertig? Wir haben ein Porterhouse-Steak, soeben frisch gebraten. Das ist gut. Und du? Ich nehme Hummer Newburg, Mock-Turtlesuppe und ein New Yorker-Steak, mitteldurch. Lyoneser Kartoffeln, Spargel mit Sauce Hollandaise, einen grünen Salat mit Roquefort-Käse-Dressing, möglichst viel Roquefort. Kaffee de Mittas, das ist im Moment alles. Dessert nehmen Sie kein? Oh, das ist lieb von Ihnen. Crêpe Suzette. Zweimal, bitte. Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Ich muss dich dringend sprechen. Würden Sie uns bitte entschuldigen? Mein Freund möchte mich sprechen. Privat. Ja, natürlich. Wir kommen gleich wieder. Lass uns da reingehen. Da können wir uns privat unterhalten und keiner hört uns. Ja, komm. Oh. Was wolltest du mir denn sagen? Die beiden haben ja die ganze Speisekarte bestellt. Wir haben doch nur 75 Cent. Darüber mach du dir keine Gedanken. Ich habe mir alles genau überlegt. Wir gehen zu Finn und lassen uns unser Geld wiedergeben. Aber er wird uns das Geld nicht wiedergeben. Oh, du warst ja, doch damit. Er wird es uns zurückgeben. Überlass das nur ruhig mir. Im Übrigen ist es ja wohl unser Geld und wir verfügen darüber. Wir wollten doch eigentlich ganz schnell Millionär werden. Wir können auch ab morgen erst Millionär werden. Heute haben wir die Möglichkeit, uns zu amüsieren. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Man lebt nur einmal, Alfie. Du hast recht, Bertie. Millionäre können wir auch morgen werden. Genau so ist es. Komm, wir gehen jetzt wieder an den Tisch zurück. Hallo. Hallo. Wer ist da? Hier bin ich. Was wünschen Sie? Ich wünsche gar nichts. Was wünschen Sie? Ich wünsche gar nichts. Sie rufen ja. Das habe ich keinesfalls getan. Doch, das hast du getan. Häng gefälligst den Hörer weg und sieh zu, dass du rauskommst. Hey, würdet ihr beide mal einen Augenblick herauskommen? Der Anruf ist für mich. Nein, nein, bleiben Sie ruhig da drin. Ich komme mit rein. Es wird nicht lange dauern. Entschuldigen Sie bitte, aber der Anruf ist von meiner Frau. Wissen Sie, ich muss ja sagen, dass ich ein Minütchen in einer Milchbar war und dass ich mit der Milch gleich nach Hause komme. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir rausgehen. Bleiben Sie ruhig stehen, ich brauche nur 3 Sekunden. Ja, hallo, Liebling, ich wollte dir nur sagen... Der Hörer ist weg. Wo ist er? Da ist er. Hoffentlich dauert es nicht Hallo, so lange. Ich bin gleich fertig. Ich komme jetzt mit der Milch nach Hause. Entschuldigen Sie. Schon gut. Hallo, Liebling. Ich weiß auch nicht. Hier ist es ein bisschen eng. Ach, hallo, Augenblick noch. Ich bin gleich fertig. Hallo, häng nicht ein. Hier wollen noch mehr Leute telefonieren. Warte doch mal einen Augenblick. Hallo, Zentrale. Ja, wie viel? Hallo, Zentrale. Hallo. Augenblick noch. Nicht einhängen. Jetzt habe ich ihn verloren. Wo ist er? Der Hörer, ich kann ihn nicht finden.
Hier ist er. Sind Sie verletzt? Hallo, hallo. Ui, furchtbar. Was ist hier drin? Sie stehen auf meinen Fuß. Bitte nicht einhängen. Augenblick, ja, ich habe es gesehen. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hilfe! Hilfe! Wo ist meine Milch? Was ist hier eigentlich los? Ein Unfall, Sir. Es tut uns sehr leid. Unfall oder kein Unfall, den Schaden müssen Sie bezahlen. Ja, bitte setzen Sie es auf die Rechnung. Keine Sorge, das werde ich auch tun. Komm, Alf. Hey, Joe, fass mal mit an. Was ist passiert? Doch nichts Unangenehmes. Aber nein, wir hatten nur eine kleine Konferenz. Nichts Ernstliches, hoffe ich. Nein, wirklich nichts Ernstes. Wenn ihr zwei schön nichts dagegen habt, gehen mein Freund und ich zurück aufs Schiff. Dort ziehen wir uns beide um, dann kommen wir zurück und gehen alle zusammen fein aus. Oh ja, das ist schon sehr gut, aber bleibt nicht zu lange. Auf keinen Fall. Ihr dürft aber nicht weggehen, wir kommen gleich wieder. Darauf könnt ihr euch verlassen. Auf Wiedersehen, Alice. Wir beeilen uns wie die Feuerwehr. Hey, wo rennt ihr denn hin? Psst. Wir gehen aufs Schiff uns umziehen. Und dann wollen wir uns noch ein paar Piepen holen. Ein paar Piepen? Ja, wir wollen doch mit den beiden Mädchen die Feste feiern, wie sie fallen. Bringen Sie ihnen alles, was Sie bestellen. Seien Sie nett zu ihnen, denn wir haben die beiden Süßen heute ganz groß eingeladen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und gehen Sie auf keinen Fall weg. Wir kommen gleich zurück. Auf Wiedersehen. Komm endlich und red nicht so ein Quatsch. Du hast nichts als Unsinn im Kopf. Augenblick. Ihr habt wohl gedacht, ich gehe euch auf den Leim und ihr könnt abhauen, ohne zu bezahlen. Entweder ihr gebt mir jetzt das Geld oder ich schlage euch zusammen. Oder ich sperre euch ein. Oder noch besser, ich schlage euch zusammen und sperre euch trotzdem ein. Und wie wollen Sie sich entscheiden? Mein guter Mann, sehen Sie denn das nicht ein? Das ist doch überhaupt ganz einfach. Wir gehen zurück aufs Schiff, holen mehr Geld, kommen zurück und bezahlen die Rechnung. Sehen Sie? Das könnte euch so passen. Ihr kommt hier nicht weg, ehe ihr nicht bezahlt habt oder eine Sicherheit da lasst. Warum gibst du ihm nicht den Ring? Wir holen unser Geld von Finn, kommen zurück, tauschen den Ring ein und der Captain merkt gar nichts davon. Du bist ein kluger Junge. Wir haben einen ganz tollen Plan. Hören Sie gut zu. Und wie wäre das als Sicherheit? Oh. Ist das nicht dein Vorschlag? Solche Gäste lasse ich mir gefallen. Also abgemacht. Wenn wir unser Geld geholt haben und wieder zurückkommen und bezahlen, geben Sie uns den Ring sofort wieder, klar? Klar. Klar. Haben wir es da? Wir sind's. Hallo Jungs, kommt doch rein. Danke. Wie geht's denn, Finn? Das ist aber eine Überraschung. Lass dich nur nicht stören, Finn. Wir wollten dich nur um einen kleinen Gefallen bitten. Na, was gibt's denn? Wir haben das große Glück gehabt, zwei junge, hübsche Mädchen kennenzulernen, die klug und attraktiv sind. Ja, Alice und Lily. Ja, und? Ja, weißt du, wenn es dir nichts ausmacht, dann möchten wir unsere finanzielle Abmachung mit dir kündigen und unser Geld zurückhaben. Wir haben beschlossen, erst nach unserer nächsten Reise Millionäre zu werden. Mhm. Dann fangen wir an zu sparen. Wenn ihr das Geld haben wollt, daran bin ich nicht interessiert. Soll das etwa bedeuten, du gibst es uns nicht wieder? Jawohl, das soll's. Aber wir brauchen das Geld. Wir kriegen unsere nächste heuer erst in Singapur. Nicht mal einen Penny bekommt ihr von mir. Ich habe ein Gentleman Agreement mit euch, um euch vor euch selbst zu beschützen. Ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich wortbrüchig werde. Ach, das nehmen wir nicht so genau, nicht wahr, Bert? Nein, das würden wir dir nicht angreifen. Siehst du, das kannst du ruhig tun. Schert euch zum Teufel und lasst mich in Ruhe. Wenn du das in vollem Ernst gemeint hast, dann sind wir gezwungen, unsere ehrlichen Ansprüche geltend zu machen und doch suchen diesen Raum. Na los, los, such doch. Mich stört das nicht. Das wird dir noch leid tun, uns so viel Ärger zu machen. Strengt euch nicht an. Ihr könnt suchen, bis ihr schwarz werdet. Ihr könnt das Geld gar nicht finden. Soll das etwa heißen, es ist nicht in diesem Raum? Ich antworte nicht ja. Und ich antworte nicht nein. Weißt du, was wir tun könnten? Was? Wir könnten...
Wir nehmen ihm den Anzug weg, verkaufen ihn und kriegen dafür genug Geld, dass wir die Rechnung bezahlen können. Wir geben dir noch einmal eine Chance. Kriegen wir das Geld wieder oder nicht? Auf gar keinen Fall. Wir bleiben! Komm schon, wir sind doch mit unseren Frauen verabredet. Du bleibst hier draußen. Was fällt dir denn ein, den Altwarenhändler nach gebrauchten Eiswaffeln zu fragen? Wie viel hast du gekriegt? $2. Das reicht aber nicht. Damit können wir die Rechnung nicht bezahlen. Darüber mach du dir keine Sorgen. Ich erledige solche Kleinigkeiten spielend. Komm mit. Es ist vielleicht besser, wenn wir nicht zu viel raufgehen. Er war sehr böse, als wir ihn verlassen haben. Das ist doch egal. Hey, Finn! Vielleicht ist er noch nicht wach. Ich wecke ihn auf. Au! Wir sind wieder da. Wo ist mein Anzug? Im Pfandhaus. Was? Und wenn du uns unser Geld nicht zurückgibst, dann geben wir dir auch nicht den Schein. Und das Schiff fährt los und du musst hierbleiben, ja? Mhm. Also gut, ihr gebt mir den Schein und ich gebe euch das Geld wieder. Meinst du das ehrlich? Glaubt ihr mir vielleicht nicht? Nein! Ehrenwort! Wir kommen gleich rauf! So, hier ist der Schein und hier sind die $2 aus dem Pfandhaus. Und nun wollen wir unser Geld. Ihr kriegt es, sobald ich es holen kann. Wo ist es denn? Es ist in das Futter der Jacke eingenäht, die ihr eben versetzt habt. Warum sagst du uns denn das nicht vorher? Wegen nichts und wieder nichts haben wir jetzt die ganzen Scherereien. Gib mir den Schein, ich hole sie selber ab. Ihr habt mich schon mal angeführt. Gebranntes Kind, scheut das Licht. Gib uns den Schein. Ich habe einen großartigen Plan. Ihr zieht euch jetzt aus. Warum? Einen Anzug ziehe ich an, damit ich runtergehen kann. Den anderen versetze ich, damit ich diesen Schein einlösen kann. Oh nein, das tust du nicht. Gib mir den Schein. Rührt mich nur nicht an, sonst verschluck ich den Schein und eure Moneten sind futsch. Gib den Schein her. Nein, schluck den Schein nicht runter, nicht runterschlucken, nein. Also gut, zieht eure Anzüge aus und legt sie dahin. Macht schon. Bisschen Beeilung, bitte. Das ist ja eine schöne Suppe, die du uns da mal wieder eingebrockt hast. Das habe ich nicht gewollt. Ich habe doch nicht gewusst, dass er uns die Anzüge sollen denn die Mädchen von uns denken? Oh, pardon. Hey, Finn! Kommst du auch bestimmt wieder? Ich antworte nicht ja und ich antworte nicht nein. Oh, und falls ich Alice und Lily treffe, sage ich Ihnen, wie sehr ihr sie liebt. Vielleicht gebe ich Ihnen einen Kuss von euch. Ja, mach ich. Ha ha ha.
Ich möchte wissen, wie lange unser Herzchen noch braucht. Das kann ich nicht sagen. Ist das auch sicher der Platz, wo wir uns verabredet haben? Shakespeare. Longfellow. Wer fährt durch den Schornstein rauf? Fall. Das dauert ja eine Ewigkeit. Das Hallo, Schätzchen. Ah, nein. Hallo, oh. Es tut mir leid, dass wir so spät dran sind. Macht nichts, wir sind eben erst gekommen. Was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Olli, erzähl ihnen, wo wir gewesen sind. Stan hat mir heute ein Kasperltheater gezeigt. Das war das erste Mal seit meiner Kindheit. Wie wär's, wenn wir etwas essen? Ich sterbe vor Hunger. Oh ja, das ist eine gute Idee. Warum essen wir nicht gleich hier etwas? Nein, da weiß ich ein viel besseres Lokal. Warum wollen wir denn nicht hier etwas essen? Aber Liebling... Ich sage, wir gehen gleich hier rein. Komm mit, Betty. Ja. Oh, das ist ein feiner Tisch für uns. Setz dich, Betty. Lass uns in den Garten gehen. Draußen ist es kühler. Ja, fein, Häschen. Wie wär's mit dem Tisch? Oh ja, der ist schön. Hier ist es doch viel gemütlicher. Wie findest du denn so etwas? Na, seid ihr endlich zurück? Was soll das bedeuten, endlich zurück? Wir waren ja vorher niemals hier. Oder warst du hier? Nicht, dass ich wüsste. Was möchtest du haben, Mami? Ein Schinkenbrot mit viel Senf. Und ein großes Glas Bier. Was möchtest du, Pippi? Dräng mich doch nicht so, Liebster. Ich hätte gern ein schönes, heißes Käsebrot. Käsebrot. Mit Käse? Mit Käse. Und du? Ich hätte gern... Schon gut, ich weiß, was ihr zwei nehmt. Ich finde, das ist ein furchtbar frecher Ober. Papi? Was sollte das heißen, seid ihr endlich zurück? Keine Ahnung, Mami. Wir haben ihn im ganzen Leben noch nicht gesehen. Shakespeare. Longfellow. Wer fährt durch den Schornstein rauf? Der Nikolaus. Niedlich. Ihr Brot kommt sofort, Madam. Was sagst du denn zu solchen Männern? Jetzt kennen wir sie schon seit heute Nachmittag und jetzt tauchen sie plötzlich hier wieder auf mit zwei völlig fremden Frauen. Aber da sind sie schief gewickelt. Komm mit, Lilly. Hey, du müde Motte. Geschmack hast du wohl gar nicht. Lässt uns einfach wegen dieser zwei Schreckschrauben hier sitzen. Ich muss doch sehr bitten. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Reden. Setzen Sie sich hin, Sie alte Schachtel, bevor Sie auseinanderfallen. Oh. Na, mein Süßer, das ist aber nicht nett, dass ihr abhaut und uns einfach hier sitzen lasst. Ich muss doch sehr bitten, Madam, was geht hier eigentlich vor? Du brauchst gar nicht so ein unschuldiges Gesicht zu machen. Ich bin gar nicht mehr unschuldig. Das kann man wohl sagen. Und wenn du tatsächlich so schuldig bist, wie ich vermute, dann kannst du dich nur schämen. Kein Wunder, dass du hier nicht rein wolltest. Gott sei Dank bin ich noch rechtzeitig dahinter gekommen. Aber ich sage dir, das Ganze hier ist ein furchtbarer Irrtum. Wir haben diese Damen noch nie gesehen. Stimmt's? So? Ihr habt uns nie gesehen? Joe! Ja? Kennst du diese Männer? Vorhin haben sie gesagt, sie wären Mr. Lauren und Mr. Hardy. Genau das wollte ich hören. Bezahl die Rechnung und dann gehen wir. Ja, bezahl. Wir warten schon 2 Stunden, damit ihr uns auslöst. Wiedersehen, mein Unschuldsengel. Und ihr seid heute im Kasperletheater gewesen, was? Hier ist die Rechnung. $15.16 für das hier? Nein, 16 Cent für das und $15 für das, was hier drüben. Aber wie oft soll ich Ihnen sagen? Wir später noch darüber. Aber Liebling! Bezahl jetzt, was du bestellt hast. Bestellt hab? Bezahl die Zeche. Danke. Und hier ist der Ring, den ihr mir als Pfand gegeben habt. Oh, Ringe kauft ihr neuerdings auch. Ich nehme an, das ist ebenfalls nur Kasperletheater. Betty, ich hab die Nase voll. Und was dich betrifft, mein Lieber, dir schicke ich morgen einen Scheidungsanwalt. Oh, Liebster, wie konntest du mir das nur antun? In meinem ganzen Leben bin ich noch nie so gedemütigt worden wie heute. Ein Glas Bier, bitte. Ja, gern. Schau, schau, schau. Wie schön, euch hier zu treffen. Und wer ist denn nun Alice und wer ist Lilly? Alice und Lilly? Wie? Sind Sie sicher, Sie kennen diese beiden Herren? Das sind doch Kumpels von mir. Hey, wo habt ihr denn die feinen Anzüge her? Anzug? Als ich Sie das letzte Mal gesehen habe, da hatten Sie keine Anzüge an. Keine Anzüge an? Unerhört! Wer ist dieser Mann? Keine Ahnung, Mami. Ich habe ihn noch niemals gesehen. Nichts, Stan? Sicher nicht. Wer bin ich? Wer sind Sie?
Ihr habt mich noch nie gesehen. Hm? Oh, jetzt tun Sie so, als ob Sie mich nicht kennen würden. Bitte, sehen Sie sich das an. Oh! 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 Das ist zu viel. Betty, das Foto behalten wir als Beweis. Ja. Aber Mami, lass es mich doch erklären. Du wagst es noch mit mir zu reden, du vollgestopfter Casanova? Komm, Betty. Wiedersehen, Liebster. Ist Ihnen klar, was Sie angerichtet haben? Ist mir egal, was ich angerichtet habe. Warum habt ihr sie mir auch nicht vorgestellt? Im Übrigen fand ich sie gar nicht so aufregend. Wo habt ihr sie aufgegabelt? Habt ihr sie beim Knobeln gewonnen? Wissen Sie, was ich jetzt eigentlich tun sollte? Nein, was? Ich müsste Ihnen alle Knochen im Leib zerbrechen. Das ist ja toll. Ja. Hm. Oh, seht doch da mal durch. Na, wir sehen uns noch. Bleiben Sie noch ein Momentchen, setzen Sie sich. Der da! Oh! Euch krieg ich noch! Wer war der Bursche? Das weiß ich doch nicht. Woher kennst du denn die Mädchen? Was heißt das, woher ich die Mädchen kenne, hä? Du musst sie doch irgendwoher kennen. Sie erkannten uns doch auch sofort. Wie kannst du nur solchen Unfug behaupten? Du kannst mir ruhig vertrauen. Ich kann schweigen wie ein Grab. Ich werde nichts sagen. Wirst du das endlich in deinen hohlen Schädel kriegen, dass ich die Mädchen noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe und sie kennen mich nicht? Ist das auch wahr? Ja, natürlich ist das wahr. Dann müssen wir sofort nach Hause und Mami und Pippi sagen, dass wir nichts davon wissen und dass sie uns schrecklich Unrecht getan das haben. Das tun wir auf gar keinen Fall. Pass auf, ich werde es Ihnen jetzt mal zeigen. Wie meinst du das? Wir gehen aus die ganze Nacht und wir gehen nicht eher wieder nach Hause, bis sie auf den Knien liegen und sich bei uns entschuldigen. Das ist eine gute Idee. Wir machen ihnen so viel Ärger, dass sie die Nase voll sind. Hallo, Freunde. Wo brennt's denn jetzt bei euch? Wir hatten gerade einen Streit mit unseren Frauen. Ja, sie verstehen uns nicht. Wir wollen ihnen jetzt eine Lehre erteilen. Nicht wahr, Olli? Ja, wir werden ausgehen und zwar die ganze Nacht. Eine richtige Sause. Hm? Das ist doch komisch. Bei uns hängt der Haussegen heute auch schief. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja, wir gehen heute alle eine Sause machen. Das ist eine ausgesprochen respektable Idee. Alle für einen und einer für alle. Alle. Shakespeare. Longfellow. George Washington. Was geht die Kehle runter? Ein anständiger Schluck Korn. Genau. Bedienung. Bedienung. Es gibt nichts mehr zu trinken. Sie haben schon zu viel und ihr beide habt noch nicht genug gehabt. Was? Wir haben noch nicht genug gehabt? Keine Widerrede oder ich schmeiß euch alle drei raus. Sehen Sie hier durch. Oh,
Wie spät ist es? 12 Uhr und alles ist still ringsherum. Es scheint, als ob wir nicht mehr wiederkommen. Das erzähle ich dir ja schon seit Stunden. Aber nein, du bist ja klüger als ich und belehrst mich. Alles auf dieser Erde braucht viel Geduld und Langeweile. Was sollen wir bloß tun? Das ist ganz und gar dir überlassen. Du hast uns diese Suppe eingebrockt, nun sei so freundlich und löffle sie auch wieder aus. Am besten ist, wir gehen wieder zurück in den Biergarten, holen den Ober und bringen ihn aufs Schiff, damit der Käpt'n für uns bezahlt und wir den Ring wieder abholen und beim nächsten Trip kriegt er das Geld von uns wieder. Vielleicht wird er uns ein bisschen böse sein. Das ist eine wunderschöne Idee. Bloß einer fehlt uns jetzt, der Ober. Wir können doch in Unterhosen nicht auf die Straße gehen. Wir würden ja schon an der Haustür verhaftet. Hab ich nicht dran gedacht. Soll ich dir was sagen? Was? Warum ziehen wir uns nicht an wie die ulkigen Jungs in Singapur? Welche Jungs in Singapur? Die so aussahen wie Eskimos. Die Jungs, die so Teppiche anhatten, weißt du? Eskimos? Ja, wir nehmen uns diese Decken und binden uns um den Kopf ein paar Handtücher und niemand hat den geringsten Verdacht. Wir könnten runtergehen, holen den Ober und... Das klingt mir höchst verdächtig. Aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das wäre die erste gute Idee in deinem Leben. Waren hier nicht zwei Seeleute von dem Dreimaster Uferschnecke? Ein kleiner Dünner und ein großer Dicker. Meinen Sie die Jungs mit dem Perlenring? Ja, haben Sie da eben Perlenring gesagt? Ja, natürlich. Sie gaben ihn mir als Sicherheit und ich habe ihn zurückgegeben, als Sie bezahlt hatten. Wo sind Sie jetzt? Das weiß ich nicht. Sie haben hier zu dritt getobt und ich habe Sie alle drei rausgeschmissen. Die sind wahrscheinlich in einem anderen Laden. Bierlokal. Die kaufe ich mir. Da ist er ja. Nun lass mich reden und du sei still. Guten Abend, Mr. Crew. Guten Abend. Es ist möglich, dass Sie uns nicht erkennen, aber wir sind die zwei Matrosen. Oh ja, ich kenne euch. Gut. Was habe ich euch beiden denn vorhin gesagt? Macht, dass ihr rauskommt, ein für alle Mal, verstanden, ne? Das letzte Wort, was Sie gesagt haben, war klar, nicht wahr, Olli? Ihr redet kein Unfug. Was wollt ihr denn schon wieder? Wir haben nämlich einen Plan, damit wir unseren Ring wiederkriegen. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir... Ihr bringt mich ja völlig durcheinander. Was denn für ein Ring? Den Ring? Den Ring, Sie verlangen ihn doch als Sicherheit. Den habe ich euch zurückgegeben, als ihr bezahlt habt. Was sagen Sie da? Sie hätten ihn uns zurückgegeben? Wir haben doch noch gar nicht bezahlt. Was fällt euch ein? Wollt ihr behaupten, ich wäre ein Dieb und hätte den Ring gestohlen? Dieser Verdacht liegt wirklich sehr nahe. Es ist besser, wenn Sie uns... Seht mal dadurch. Nein, erst ich. Da wird's bald. Was soll denn das? Hallo?
Was? Ach du liebe Güte, ist das tatsächlich wahr? Vielen Dank, meine Liebe. Was ist denn nur passiert? Das war Mrs. Edelquist. Stan und Ollie sind verhaftet worden. Sie haben nichts angehabt. Und dann sind sie abtransportiert worden zur Polizei. Man hat doch immer nur Ärger mit den beiden. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Sayyid, شو عمل العزيز انك موجود هنا؟ شو عمل العزيز انك موجود هنا؟ انت بتحكي عربي؟ Was hat er gesagt? Ich verstehe nichts. Sie sprechen nicht Arabisch? Oh nein, Sir. Wir sind nämlich zwei Singapur-Eskimos. Entschuldigen Sie vielmals. Tut mir leid. Hallo, bitte, Gerichtsdiener. Wir hätten gern den Richter gesprochen. Es ist ganz furchtbar dringend. Bitte geben Sie meine Karte. Ich werde fragen, ob Sie sprechen. Hier. Oh, Liebster! Betty! Bitte hier durch. Betty, komm! Hast du das gesehen? Mhm. Weißt du, wer sie sehen? Keine Ahnung. Und das sind die typischen Ferientöter. Ferientöter? Naja, es geht einer ins Kitchen, um sich mal richtig auszuruhen. Schon kommen die Wohlfahrtspfleger angerannt und holen ihn wieder raus. Die machen mich krank. Das erste Mal, dass ich einen Wohlfahrtspfleger sehe. Ich auch. Etwas eigenartige Dame. Kann ich nicht sagen. Sah doch gut aus, die blonde lange Biene. Die Kleine war auch nicht verkehrt. Ganz hübsch. Und sehen Sie, Herr Richter, eigentlich ist es ja unsere Schuld. Außerdem sind Sie doch Logenbrüder. Und wenn Sie nicht so streng zu Ihnen sind, werden Sie sich in Zukunft bestimmt besser betragen. Mein Liebster, ganz sicher. Was redest du da? Er hat genauso viel Schuld wie mein Papi. Und ich behaupte, seine Schuld ist noch größer. Denn mein Mann hat es auch Unschuld. Nur keine Aufregung, meine Damen. Es wird schon alles wieder gut werden. Wenn Sie jetzt so freundlich wären, hier im Nebenraum zu warten. Ich möchte unter sechs Augen mit Ihnen sprechen. Oh, Herr Richter, Sie sind hinreißend. Ja. Schlaf nicht. Laurel und Hardy, kommen Sie rein. Nun sagt mir bloß, wo ihr beiden gewesen seid. Und woher habt ihr diese unmöglichen Kostüme? Wissen Sie, Herr Richter, das war so. Wir das müsst ihr mir später erzählen. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss die Sitzung eröffnen. Ich weiß ja nicht, was ihr beiden angestellt habt. Aber was es auch ist, ich werde beide Augen zudrücken diesmal. Aber ihr müsst euch etwas zusammennehmen und mit den schrecklichen Ausschweifungen aufhören. Schließlich kommt Zeit, kommt Rat für jeden von uns. Gewiss, Sir. Ihr habt so nette Mädchen geheiratet, die alles für euch tun würden. Ihr zwei könnt doch froh und zufrieden sein. Hm? Meint ihr nicht auch? Wir tun doch alles, was Sie sagen, Herr Richter. Wir sind doch ganz in Ihrer Hand. Ah, so ist es recht. So, treten Sie näher. Ich habe gerade mit den Jungs gesprochen. Und nun ist es Zeit, dass ihr euch alle die Hände reicht. Kommt, ihr beiden. Und nun gebt ihnen einen Versöhnungskuss. Was gewesen ist, ist vergeben und vergessen. Ich dachte... Und nun vertragt euch schön. Wir sehen uns dann ja noch. Müssen wir denn noch mal zurückkommen? Nicht, wenn ihr euch anständig betragt. Aber ich möchte euch raten, nicht in die Biergärten zu gehen. Wenn ihr euch unbedingt amüsieren wollt, geht in bessere Lokale, wo ihr nicht so leicht in Schwierigkeiten geratet. Und nun, vergesst das nicht. Hm? Kennen Sie den schon, Ehrwürden? Nein, nicht doch. Lieber ein andermal. Hier, da habt ihr eure Sachen. Und jetzt zieht euch um und dann tun wir, was der Richter gesagt hat. Und gehen in ein gutes, teures Restaurant, um uns zu amüsieren. Und wenn ihr uns versprecht, dass ihr uns keine Sorgen mehr macht, dann wollen wir alles vergessen, was war. Wenn's der Richter bezahlt, meinetwegen. Und was sagst du? Ich bin genau derselben Meinung wie er. Euer Liebster. Komm schon, wir treffen uns draußen.
Hör zu, Seemann. Hände weg von der Blonde. Aber ich... Die gehört heute mir, verstanden? Was wollen unsere Frauen jetzt machen? Sie sind vermutlich zu Hause und weinen sich die Augen aus. Das haben die auch verdient. Ein Tisch für vier Personen. Gerne, Madam, bitte folgen Sie mir. Ja. Bedauere, Madam, aber hier unten ist leider nichts frei. Kommen Sie doch bitte mit nach oben. Ja, sehr gern, Herr Ober. Was ist los mit ihm? Ich ahne schon, der versucht abzuhauen, ohne zu bezahlen. Das kann er doch nicht. Nein. Ich denke nicht daran, dass... Wo ist mein Hut? Ist er das? Ja, danke. Los, komm. Einen Whisky Soda. Was ist denn los? Hört zu, ihr vier geht jetzt endlich weg von mir. Wir sind doch keine vier. Er und ich sind doch nur zwei. Sieh mal an, wer da kommt. Oh, Alice! Wieso seid ihr böse? Wir mussten doch tun, was der Richter sagt. Er hat euch doch nicht zu diesen zwei Schreckschrauben verurteilt. Das sind keine Schreckschrauben, das sind zwei alte Wohlfahrtspfleger. Ja, natürlich. Wir haben sie nämlich... Ich erkläre sie Ihnen. Oh, ach, erzähl mir nichts. Aber Herzchen, wir können es beweisen. Gut, setzt euch hin und trinkt was. Wir sind gleich wieder da, wenn wir die alten Schraubendampfer los sind. Die hängen wir ganz schnell ab. Das denkst du? Wir möchten euch die beiden Mädchen vorstellen, die wir heute kennengelernt Lily haben. Lily und Alice. Ach, das kannst du dir ersparen, du Undankbarer. Dir werde ich's zeigen. Du hältst dich raus, du lächerliche Heuschrecke. Verzeihen Sie bitte. Hey du, fass mal mit an. Eins, zwei, drei. Zum Geburtstag alles Gute. Er hat gar nicht Geburtstag. Das macht gar nichts. Meine besten und herzlichsten Glückwünsche. Komm, los, Betty. Uns hält hier nichts mehr. Au. Warum hast du mir nicht früher geholfen? Ich hatte keine Ahnung, was sie vorhat. Wann hast du schon mal eine Ahnung? Mach schon. Wenn man sich fremde Weiber aufgabelt. Aber gewonnen haben wir beide. Ihr müsst mich jetzt einen Moment entschuldigen. Ich gehe jetzt nach unten, um mich zu säubern. Alf, unterhalte du die Damen in der Zwischenzeit. Ich bin gleich wieder da, Häschen. Ich glaube, wir gehen jetzt besser nach Haus. Mal feststellen, ob sie es bereuen. Reg dich nicht auf über sie. Lass die beiden sich aufregen über uns. Heute machen wir mal durch und amüsieren uns wie noch nie. Drei Zigarren, bitte. Bitte sehr. Wollen Sie auch einen? Dankeschön. Guten Abend. Wo ist das Päckchen? Welches Päckchen? Das Päckchen mit dem teuren Perlenring. Du hast doch den Perlenring, stimmt's? Ja, ich habe ihn. Aber geht Sie das etwas an? Das ist ja die größte Frechheit, die... Meine Herren, ich muss doch bitten, etwas leiser, sonst müssen Sie rausgehen. Hier verkehrt nur gehobenes Publikum. In Ordnung, ich rede leiser. Mhm. Gemeiner, elender Schuft, gib mir den Perlenring. Glauben Sie, Sie können mir Angst machen? Gehen Sie, junger Mann, und füttern Sie Ihre Fische.
Wollen Sie noch mehr haben? Hey, einen Moment mal, einen Moment mal. Die Hände weg von mir, Sie. Nehmen Sie die Hände weg. Hat Wahnvorstellungen. Stanley, hol den Geschäftsführer und nimm deinen Hut ab. Na los! Das muss Bird sein. Ich gehe und sehe nach. Was ist passiert? Das hast du doch selbst gesehen. Wo ist der Geschäftsführer? Welcher Geschäftsführer? Hau ab! Los! Hast du es gesehen, wie er seinem Freund das Päckchen gegeben hat? Hier ist der Geschäftsführer. Oh, das ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Meine Herren, ich muss das erbitten. Dieser Mann ist irre. Ein Irrer, der uns ausrauben will. Oh, ich ausrauben? Ja. Du, dann gehen Sie doch bis raus und können sich in Ruhe aussprechen. Ich denke gar nicht dran. Nein, nein, diese Angelegenheit wird hier erledigt. Und zwar auf der Stelle. Feindlichkeit ist raus. Verbind dich hier. Raus. Komm schon, steh auf. Der Kerl scheint total betrunken zu sein. Das ist doch kein Grund, um mir frech zu werden. Die trinkt dich doch! Gut, dass wir den Geschäftsführer geholt haben. Ja, das ist wahr. Es ist besser, du gibst mir den Ring wieder. Er ist bei mir sicher. Du hast mir den Ring doch gar nicht gegeben. Ja, sicher. Als ich sagte, du sollst abhauen, habe ich ihn dir in die Tasche gesteckt. Ich habe keinen Ring. Du hast ihn mir auch nicht in die Tasche gesteckt. Was soll das heißen? Willst du ihn mir unterschlagen? Können Sie sich das vorstellen? Mein Freund, mein Busenfreund, und trotzdem will er mich betrügen. Entschuldigen Sie, meine Herren, es geht mich ja nichts an. Aber ich habe gesehen, wie er den Ring vorhin in Ihre Tasche gesteckt hat. Wieso hat er ihn mir in die Tasche gesteckt? Bitte verzeihen Sie, wenn ich mich einmische. Kann ich Sie unter vier Augen sprechen? Ja, gern. Ich bin so frei. Möchten Sie, dass wir ihm Angst machen? Ja. Wir zwei tun so, als ob wir Gangster wären und ihn ausnehmen wollten. Ah. Mhm. Was hat er gesagt? Die zwei Herren waren so freundlich, uns einzuladen zu einer kleinen Spazierfahrt. Hast du Lust? Ja, das möchte ich gern, aber was ist mit dem Ring? Er sagte doch... Das ist schon gut. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich habe ihn hier in der Tasche. Da sagst du, dein Busenfreund will dich betrügen. Würdest du so nett sein, mich mitzunehmen? Schmeiß mich dann einfach zu Hause raus. Sicher? Das machen wir mit dem größten Vergnügen. Danke, Freund. Komm mit, Jungs. Es geht los. Es geht los. Ein Taxi, bitte. Taxi. Hoffentlich gibt es keinen Regen. Schnell hinterher! Ist er endlich weg? Wer? Der Captain. Der Captain? Ich habe ihn nicht gesehen. Du? Wieso hast du ihn nicht gesehen? Du hast gesagt, ich soll abhauen und erst mir nach. Du willst behaupten, dass der Captain hier ist? Oh. Was ist denn mit dir los? Du hast ihn doch selbst gesehen. Oh, du lieber Himmel, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, raus, raus! Ah, da seid ihr endlich. Ich habe euch in der ganzen Stadt gesucht. Was ist denn mit deiner Nase? Du weißt doch, was passiert ist. Ihr tut mir Senf auf meine Glatze, verbrennt mir die Nase und denkt, ich lasse euch laufen. Da irrt ihr euch. Wovon reden wir? Weiß ich auch nicht. Vorhin stand das 2-1. Jetzt steht das 3-2. Also werde ich gewinnen. Bist du verrückt? Wir haben dich doch nicht gesehen. Wir verrückt bin ich. Los, Jungs, packt sie. Taffy, du versperrst ihnen den Rückzug. Okay. Komm, Taffy. Entschuldigen Sie. Jetzt kriege ich euch. Okay.
Los, beeilt euch! Snuffy, vorwärts! Und wie geht's weiter? Oh, ja. Warten Sie hier. Okay. Hier gehen wir rein. Was ist mit unserem Freund? Fahren wir nicht bei ihm vorbei? Er schläft doch. Das erledigen wir nachher. Gut, Stanley. Hallo, Boss. Hallo. Hallo, Boss. Ich möchte euch zwei Freunde von mir vorstellen. Sehr angenehm. Ganz auf unserer Seite. Hallo. Der Junge hier hat einen wertvollen Perlenring und weigert sich, ihn wieder herzugeben. Nein, Sie müssen sich irren. Er hat den Perlenring. Einer von euch hat ihn aber. Her damit. Wird's bald. Ich hab den Perlenring nicht. Shakespeare. Longman, jetzt wohl nicht. Also gut, ihr Gauner. Wenn ihr uns nicht verraten wollt, wo er ist, dann müssen wir nachhelfen. Ran, Jungs. Wenn ihr den Ring habt, sagt uns Bescheid. Okay, Boss. Ich denke, wir wollen spazieren fahren. Augenblick mal! Halt die Klappe, setz dich hin. Aber ich möchte mit den beiden sprechen. Hinsetzen! Also los, Jungs, macht den Zement fertig. Okay, Chef. Was tun die denn da? Sie stellen eure Füße in den Zement. Und wenn ihr nicht redet, bis er trocken geworden ist, dann schmeiß ich euch ins Wasser. Jetzt gib ihm endlich den Perlenring. Ich hab ihn nicht, ich hab den Perlenring nicht. Du hast mir doch gesagt, dass du ihn bei dir hast. Als wir im Lokal waren, da sagtest du, den Ring hättest du. Oh. Sind ja wie vom Erdboden verschwunden. Ja, aber sie fuhren doch in diese Richtung. Jetzt sehen wir zu, dass wir aufs Schiff kommen. Hey, da drüben sind sie ja. Jetzt ist er schön trocken, Tony. Dann bringt sie raus. Okay. Das dürfen Sie doch nicht tun. Nein, nein, das dürfen Sie nicht. Ich möchte nicht. Hört jetzt endlich auf zu heulen. Ihr habt noch eine letzte Chance. Sagt uns, wo der Perlenring ist. Sonst geht ihr in den Teich. Wir können es nicht sagen, wir wissen es nicht. Ich kann auch nichts sagen, ich weiß wirklich von nichts. Vielleicht erinnert ihr euch damit etwas besser. Thank you.
Hilfe! 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 Da sind sie! Hilfe! Hilfe! Los, Jungs! Hilfe! Hilfe! Schufte, gebt mir den Ring wieder oder ich ertränke euch wie Ratten. Wir wissen doch nicht, wo er ist. Shakespeare. Jetzt doch nicht. Lass die Kurbel los. Gib mir lieber noch eins, das ist das Letzte, was ich habe. Mal sehen, ob ich noch welche habe. Hier habe ich noch eine volle Schachtel. Weißt du, wie ich plötzlich an den Ring komme? Ach, das ist doch völlig egal, wo der her ist. Wir gehen sofort zum Käpt'n und geben ihm den Ring zurück. Komm. Oh, Käpt'n, hier ist der Ring. Oh, danke vielmals. Was ist denn los? Vielleicht ist jemand über Bord gefallen. Komm, hilf mir. Wir ziehen ihn rauf. Hast du auch gesehen, was ich eben sah? Ja, sicher. Weißt du, wer das ist? Unsere Zwillingsbrüder Stan und Olli. Was machen die Rede da? Rede nicht, wir müssen sie raufholen. Los, dreh! Willkommen, Olli. Hallo, Bert, dass ich dich hier sehe. Hallo, Stan. Hallo, Alf. Was macht ihr denn hier? Mutter schrieb uns doch, dass ihr beide tot seid. Wir sind heute erst angekommen mit der Uferschnecke. Jetzt geht mir endlich ein Licht auf. Sie sind mit uns verwechselt worden und wir mit Ihnen, Bertie. Ja, das ist wahr. Das werden wir jetzt alles unseren Frauen erzählen. Du siehst sehr gut aus, Danny. Und schon so erwachsen. Du bist auch älter geworden, aber verändert hast du dich gar nicht. Komm mit, Bert. Dieser Laurel ist der dümmste Kerl, den ich je gesehen habe. Der andere ist auch nicht schlauer. Da hast du vollkommen recht, Bert. Sie haben immer noch nicht gelernt, weiter zu gucken als bis zu ihrer Nasenspitze.